Und weiter geht's zu Pokémon Platinum Enhanced. Ja, wir sind immer noch an derselben Stelle, wo wir gerade beim letzten Part aufgehört haben. Und müssen da lang gehen. Oh nein, bitte nicht. Bitte nicht. Ich ahne Schlimmes. Also was mein Emulator angeht. Hatten wir ein Galaktik-Hauptquartier, das unser Emulator ein wenig umspinnt. Ich hoffe, das wird jetzt diesmal nicht passieren. Und wir haben einen Staraptor als Gegner, was leider Doppelteam einsetzt. Aber zum Glück treffen wir mit unserem Discharge. Und ja, ich habe meinen Schwalbus wiederbelebt mit Beleber. Ich habe ja ganz viele in meiner Tasche, wie ihr vor einigen Parts gesehen habt. Und ja, damit hätten wir Staraptor besiegen. Jetzt kommt ein Licky Licky. Licky Licky ist ein Schlurp Leck. Sehr einfallsreicher Name von den Leuten, die den deutschen Namen erfunden haben. Ich weiß auch nicht, wieso man es Schlurp Leck genannt hat. Auf jeden Fall die Weiterentwicklung von Schlurp. So, jetzt machen wir einfach mal Aurasphäre und gucken mal, wie viel dieser Tag überhaupt bei Schlurp Leck abzieht. Also wenn du zu Schlurp Leck sagst, leck mich am Arsch, er würde es sofort verstehen und es auch wirklich nehmen. Ja, also passt auf, wenn er einen Schlurp Leck sieht, niemals mit leck mich am Arsch beleidigen, ansonsten leckt euch den Arsch so richtig gewaltig ab, dass ihr ihn so sauer bekommt, wie ihr noch nie hattet. Ja, genau. So. Brillant, genau, das war es auch. Und komisch, dass der Overworld-Sprite von dem Typen hier eine Glatze hat und der Kampf-Sprite nicht, aber naja, was wir machen. So. Ich glaube, das ist richtig. Ich kann mich erinnern, dass man hier runterkraxeln muss. Und dann ist hier dieser eine Kampf. Gürtel oder wie heißt er? Wie heißt der Schwarzgurt, genau? Den wir besiegen müssen. Und da hat ein Poruggy. Ich weiß, dass TK ein Fan für diesen Pokémon ist, aber ich mag das Pokémon überhaupt nicht. Tut mir leid, aber dieses Pokémon ist einfach hässlich und scheiße. Ich weiß, es kann ziemlich gut reinhauen. Es ist ja ein normal Pokémon. Es hat einen Step-Bonus bei jeder, fast jeder Attacke, die es einsetzen kann. Aber nix, aber wirklich, ach, leck mich doch. Ja, ja, jetzt wird es auch noch paralysiert. Toll. Ja, toll, es tut da den Zweck auf verfehlen, aber trotzdem kann ich nicht angreifen. Herzlichen Glückwunsch, Lucario. Aber dafür kann es den Close Combat überhaupt nicht überstehen. Hoffentlich. Ich weiß es ja nicht. So. The ugly cat named Poruggy is down in your ass. So. Jetzt kann ich mich schon wieder nach einem Paraheiler umschauen, denn ich möchte mein Lucario nicht paralysiert behalten. Mal schauen, was wir so in der Tasche haben. Hab ja einen Full Restore, aber das will ich jetzt nicht dafür verschwenden. Was haben wir eigentlich bei den als Beeren? Ah, eine Cherry Berry. Und die heilen ja. Von der Paralyse. Die sind aber auch richtig scharf, die Beeren, also vom Geschmack, ja. Und ja, genau, jetzt weiß ich genau, wir sind richtig und hier können wir surfen. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass wir hier auf einige Pokémon treffen, die wir gar nicht erwarten. Wenn überhaupt irgendwelche wilden Pokémon auftauchen. Auf jeden Fall, dieser Psycho-Ass will uns zu einem Kampf herausfordern, was wir leider nicht ablehnen können. Valencia, heißt sie. Und sie hat ein Palim-Palim. Also ich muss wirklich gucken, was für Pokémon hier immer noch so alles fangen kann. Dann werde ich mal hier mal nach dem Pokémon hier rumschauen und das in mein Team aufnehmen für die Pokémon-Liga. Wie gesagt, mit Ultra-Hyper-Speed Offscreen trainieren und dann haben wir ein hoffentlich durchschlagkräftiges Pokémon. Und dann kommt noch ein Absol. Na, da hat Lucario bestimmt seine wahre Freude. Nicht wahr? Richtig. So, Absol, nur nicht Pokémon, was wir aber auch relativ schnell besiegen können mit einer Aurasphäre, wenn es nicht Scanner einsetzen würde. Scanner, genau wie Schutzschild, eine Attacke, die eine Runde lang vor Wegestart von einer Attacke schützen kann. Aber dafür kommt die nächste Runde und die ist wiederum etwas schlecht für Absol, denn die Aurasphäre ist effektiv und besiegt das Absol mit einem Schlag. So.
Damit haben wir zwei Pokémon schon besiegt und jetzt kommt das letzte und zwar ein Dusknoir. Also ein Zwirklop oder Zwirkfinz. Zwirkfinz müsste es glaube ich sein. Richtig. So, wir machen einfach mal den Drachenstoß, was wir natürlich vermissen. Und wir werden direkt auch noch mit einer blöden Will-O-Wisp verbrannt, was wiederum heißt, wir können eigentlich schon einpacken mit Dragon Rush. Deshalb reicht direkt ein Surfer an. Weil Surfer generell schon mehr abzieht als jetzt der Dragon Rush. Für diejenigen, die es nicht wissen. Oh, ist ein Fluch. Für diejenigen, die es nicht wissen, der Verbrennungsstatus, was Gumball jetzt beinhaltet, das halbiert den Angriff. Ganz einfach. Dann sind wir noch verflucht. Dass wir auch noch einstecken müssen. Ja, okay, jetzt können wir auf jeden Fall ein Top-Genesung einsetzen. Jetzt macht es wirklich auch Sinn. Halten schon die KP, sondern auch den Verbrennungsstatus. Der verschwindet auch dann. So. Back. Und ein Full Restore auf Gumble. So. Jetzt werde ich auch noch schon wieder krank, ey. Das gibt's ja nicht. Mal schnell Wasser trinken. Immer noch warm hier. Aber ich nehme gerade am Stück auf, weil die es nicht wissen. Ja, noch ein Trainer. Ich nehme auf, seit wo ich die Arena gemacht habe in Sonnewick, genau. Jetzt bin ich schon in der Pokémon-Liga. Und wir haben einen Drachen-Tamer. Ja, welches einen Shelgon, also ein Draschel, besitzt. Wir fliegen mal in die Lüfte und schauen mal, was dieses Shelgon für eine Attacke einsetzen wollte. Und sehen, kommt Stoß. Shelgon, die Vorstufe von Brutalanda. Ein Pokémon, das völlig zu Unrecht in den Uber-Status reingeflogen ist. Das Pokémon, das kann in Uber einfach gar nichts machen. Ganz einfach. Es wird von einem Rayquaza, was ja auch in Uber ist natürlich, im Windel weich geprügelt. Ganz einfach. Das ist genauso wie mit Knackrack, obwohl bei Knackrack kann man es ja eventuell verstehen. Es kommt ein Gerbite. Ja. Da kommt dann mal schon mal unseren Gabel rein. Das ist ein Knackrack. Weil Knackrack hat ja die Fähigkeit Sandschleier, was es in Sandsturm ist, ziemlich schwer macht, es zu treffen, weil Sandschleier erhöht den Fluchtwert im Sandsturm und durch die Stärke des Gumble, also Knackrack natürlich, kann es ziemlich fast mit fast jedem Pokémon aufnehmen, wie man es hier auch sehen kann, obwohl Gerbite ist auch ein Drach-Pokémon, die Vorstufe vom Knackrack. Und ja, jetzt kommt noch ein Dragonier. Das war auch mit einem einen Drahtschuss besiegen und ja, wie gesagt, Brutalanda ist in Uber einfach zu schlecht. Das ist, man hätte es locker in OU lassen können. Meine Meinung. Aber es ist auch schon lange her, wo Brutalanda in Uber reingestuft wurde. In Anführungszeichen lange her, das war glaube ich letztes Jahr erst. Oder so eine Art. Egal. Aber das ist jetzt nicht Thema dieses Videos. Wir werden hier die Siegestraße bezwingen. Und ich weiß gar nicht, ob wir jetzt hier diese Treppe hier hochlaufen müssen. Wir schauen einfach mal nach und mir fällt gerade ein, wir müssen mal wieder Schutz einsetzen. Denn dieses blöde Raidon. Rhinoceros, whatever. Magisch überhaupt nicht. So. Weil ich glaube, das hier ist falsch, oder? Ja, genau. Aber wir können ja diese Seite mir sammeln. Zink. Brauche ich nicht. Ja, okay. Er hat gesagt, wir sollten lieber nicht da lang gehen, weil dort ziemlich starke wilde Pokémon hausen. Und die unsere Pokémon richtig zu schaffen machen könnten, deshalb sollten wir zuerst Champ sein. Aber der eigentliche Grund, warum man da nicht langlaufen sollte, ist,
Das ist der Weg, um Shaman zu fangen. Also dort, also an der Stelle, wo wir uns gerade befanden, wenn man diese Höhle durchgeht, dann geht man noch zu, dann geht man weiter durch die Höhle und dann kommt man irgendwann zu so einer Stelle, wo man einen Stein sieht. Also an der Stelle findet das Shaman-Event statt in der Platin. Der hat eine Perle-Edition und jetzt haben wir ein Polygon Z, was uns mit einem Donnerblitz ziemlich einfach besiegen kann. Wenn wir wissen, ja, Polygon Z hat einen ziemlich hohen Spezialangriff, was bei den Wonder Keys eigentlich keine große Wahl ist, außer down zu gehen. Das haben wir bewusst, aber ich habe trotzdem mal Wonder Keys drinnen gelassen, weil ich gucken wollte, wie viel dieser überhaupt an Schaden bringen kann mit einem Fliegen gegen Polygon Z. Deswegen habe ich jetzt einfach mal unser Lucario reingeschmissen, das mit Polygon Z jetzt erstmal kurzen Prozess machen wird. Genau. Meine Güte, was habe ich denn dafür gerade für einen blöden Satz hier rausgelassen? Jetzt kommt dann den Polion. Ja. Ja, ja, ein Polion. Ich weiß nicht wieso, aber man kann mit dem Namen ganz schön viele Witze erzählen. Und zwar vor allenjenigen, wo ist. Also zum Beispiel so, Leon fragte, wo ist denn mein Ball? Darauf die Antwort, im Po, Leon. Schlechter Witz, aber hat irgendwie Sinn gemacht. Also was den Namen hier jetzt hier anbelangt. Im Po, Leon. So, und jetzt kommt ein Tangolos. Die Weiterentwicklung von Dings, wie heißt's? Tangela, genau, aber da unser Wondercase leider down ist, muss ich jetzt mal einen Ersatz finden. Das ist blöderweise Gumball. Und warum setze ich einfach nicht mal meinen Pixie rein? Ganz einfach, ich habe keinen Bock. Das werde ich nochmal für später aufbewahren. Besonders in der Liga. Mal schauen, ob es da auch so epische Momente kommt wie in der Arena. Das ist extremst. Und ja, wir können einfach mal gucken, wie viel Kraxler abzieht. Kraxler. Eine mehr oder weniger gute Attacke. In Kämpfen natürlich, glaube ich, überhaupt nicht gut einzusetzen, aber naja, egal. Hat das jetzt ausgereicht wegen Tangolos? Das können wir einfach mal weitergehen. Wir müssen jetzt hier nach oben und ich glaube, dann kommt auch der letzte Trainer von dieser Siegestraße. Ein Drachentrainer. Thema, so. Ein Kaugummi-Automat. Ja, ja, dann wirklich. Ich nenne dieses Kaumalat immer Kaugummi-Automat. Der Name verführt mich dazu. Ganz einfach. One it down. So, jetzt kommt Altaria. Ich bleib einfach drinnen. Und Altaria ist die Weiterentwicklung von Wablu. Auch ein Drachen-Pokémon. Wer es nicht glaubt, der weiß es jetzt. Aber wie ihr sehen könnt, der Drachentyp, der resistiert den Elektrotyp, was wiederum heißt, dass die Attacke, die ich gerade eingesetzt habe, also mit Discharge, nicht sehr effektiv ist. Also nicht effektiven Schaden bereitet, so. Ja, ganz normalen Schaden halt. Ganz einfach. So. Aber es hat trotzdem ausgereicht mit zweimal Discharge, dass das Ding down ist. Und jetzt kommt das letzte Pokémon. Nach dem Level-Up von Magnesone ein Flygon. Ein Libeldra müsste das sein. Ich bin Idiot, bleibe drinnen. Das war blöd. Denn Flygon ist doch ein Bodentyp. Das hat genau denselben Typ wie Knackrack, Boden und Drache. Aber wir können ja mal trotzdem versuchen, mit Spiegelsalve Schaden zu bringen. Zu machen. Zu anstellen. Ach Gott. Aggressive Felt, also die Genauigkeit von die Weldra ist durch die Spiegelsalve niedrig geworden, also das wusste ich jetzt nicht wirklich, bei Spiegelsalve die setze ich ja vor selten ein, also eigentlich. Aber egal, wir haben gewonnen und ja, die Siegestraße müsste eigentlich jetzt hier zu Ende sein. Genau, hier ist der Ausgang. Schon dunkel geworden draußen. Müssen wir hier nur noch Surf einsetzen und dann sind wir auch schon da. Die Pokémon-Liga direkt vor uns. Here we go.
Und innen sieht es auch ganz schön modern aus, aber jetzt gehe ich nicht mal zu diesem Typen hin, denn gleich werden wir eine kleine Überraschung erleben. Weil die es nicht wissen, will ich jetzt auch gar nicht spoilern. Nächsten Part geht's dann weiter. Pokémon Liga Action Total. Eine kleine Anlehnung an die Liga Action Total der Bundesliga. Egal. Ja, Leute, haut rein und bis zum nächsten Part, wenn es wieder heißt Pokémon Platinum in Hearts.